ich glaube, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben über 90 Minuten. Ich glaube, das 0-2 zur ersten Halbzeit war ja, der Leistung nicht dementsprechend. Ich glaube, weil wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, auch erste Halbzeit, kriegen zwei dumme Gegentore, eigentlich Elfmeter oder zwei Standardsituationen. Und zweiter Halbzeit haben wir noch einen Anschlusstreffer gemacht. Ich glaube, allgemein war es ein guter Test gegen einen guten Gegner und ja, gute Leistung. Aber ich denke mal, gerade jetzt vom Lerneffekt war es ja mal wichtig, mal gegen so einen Gegner zu spielen, der auch wirklich die Fehler dann ausnutzt. Auf alle Fälle. Wenn du gegen einen Bundesligisten spielst, da wird jeder noch so kleine Fehler einfach bestraft. Und es wurde uns heute wieder aufgezeigt. Und deswegen macht man so Vorbereitungsspiele, dass man die Fehler versucht zu minimieren. Und ja, wir haben noch zwei Wochen Zeit und wollen es natürlich besser machen. Sie sagen gerade an, es sind nur noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel gegen Unterhaching. Wie stark kribbelt es schon? Bitte? Es sind nur noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel. Wie stark kribbelt es schon? Ja, also klar, es ist jeder weiß, Auftaktprogramm gleich mal gegen Unterhaching, gegen spielstarke Mannschaft, die gute Spieler in die Reihen haben, wird gleich mal harte Nuss. Aber ich glaube, dass wir ja, vor keinem Angst haben brauchen in der Liga, wenn wir unsere Qualitäten einfügen. Und, aber es wird ein ganz, ganz schweres Jahr. Weil wir jetzt mal, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, diese ganz harten Brocken, die warten jetzt nicht am Anfang. 60 München, der Mitaufsteiger, die hat es ein bisschen schwerer erwischt. Die müssen zum ersten FC Kaiserslautern, auf den KFC Uerdingen warten. Vom Namen her zumindest gehe ich noch, gegen die man mithalten kann. Inwieweit ist das ein Vorteil? Man weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Ob man jetzt gleich mal Auftaktprogramm in Kaiserslautern hat oder zu Hause gegen Haching. Ich glaube, es ist beides nicht einfach. Man muss sowieso gegen jeden spielen und deswegen ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man gut in die Saison reinstartet, dass man erfolgreich ist. Ja, das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Worauf wird es denn jetzt besonders ankommen? Die Mannschaft besteht aus vielen erfahrenen Spielern. Sie bringen auch sehr viel Erfahrung mit. Kevin Großkreutz wurde jetzt verpflichtet. Was kann man da erwarten? Wenn ich jetzt sage, ich würde nicht zu viel erwarten, ich würde einfach sagen, dass wir müssen versuchen, als Mannschaft aufzutreten. Ich glaube, Namen schießen ja, nicht einfach Tore oder es bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen schauen, dass wir, so wie wir heute auftreten, sind im Testspiel gemeint, dass wir zusammen gut auftreten, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und wer dann oder welche Namen auf dem Rücken stehen, glaube ich, ist nicht wichtig. Wie sind Ihre Erwartungen an sich persönlich jetzt für die kommende Saison? Sie haben in 60 Jahre lang zweite Liga gespielt. Wie groß ist jetzt auch die Umstellung vor allem? Ich will einfach wieder Spaß haben, Fußball zu spielen, wieder erfolgreich sein, Spaß in der Truppe haben, in der Mannschaft haben und wie gesagt, gemeinsam mit der Mannschaft Erfolg haben. Das ist, glaube ich, immer das Schönste und dann, glaube ich, sind wir vor einer guten Saison. Wie haben Sie sich persönlich in Uerdingen eingelebt? Gut. Kannst du ein bisschen von der Stadt was erzählen? Haben Sie sich die schon mal angeschaut? Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, zurzeit natürlich übungsweise im Hotel, weil es natürlich ein kurzer Weg zum Trainingsgelände ist. Jetzt waren wir eh im Trainingslager 8 Tage, deswegen konnte ich nicht allzu viel sehen, aber ich fühle mich wohl. Ich glaube, ich habe schon ein paar Stationen gehabt, jetzt egal ob Frankfurt, auch Bielefeld. Ich glaube, ich tue mich nicht schwer. Warum merken Sie denn jetzt nicht, dass viele Spieler auch ankommen, Sie mal nach Tipps fragen, sag mal, wie läuft das denn im Profifußball in der zweiten Liga? Es gibt ja viele junge Spieler natürlich auch, die so ein bisschen noch ihre Erfahrungen sammeln müssen. Wenn ein junger Spieler zu mir kommt, will was wissen, dann bin ich immer offen natürlich für das. Aber ich glaube, es sind selber Profis, dritte Liga, haben viele dritte Liga gespielt, auch zweite Liga. Ist jetzt, glaube ich, für die kein Neuland. Können Sie noch mal so ein bisschen erzählen? Sie waren im Trainingslager in Österreich. Da haben Sie sehr viel mit dem Ball gemacht, aber auch ein bisschen so an der Kraft. Wie ist das gelaufen? Ja, haben natürlich wie immer im Trainingslager viel im Ausdauerbereich gemacht, haben Läufe gemacht, haben aber auch viele Spielformen gemacht, haben Freundschaftsspiele gehabt gegen einen tschechischen und gegen russischen Erstligisten. Russischen Erstligisten ist leider ins Wasser gefallen, da muss die zweite Halbzeit abgesagt werden. Trotzdem, glaube ich, haben wir gut gearbeitet, gut trainiert und Spaß war auch dabei, was im Fußball nicht fehlen darf. Und deswegen, glaube ich, war es sehr gut. Sie sprachen gerade an, Spaß war auch dabei. Sie haben eine Gondelfahrt unternommen. Ja, wie waren da Ihre Eindrücke davon? Ja, sehr positiv. Ich muss halt sagen, da sieht man halt, dass es einfach ein eingeschworener Haufen ist.
Es war ein freier Nachmittag, jeder durfte machen, was er wollte eigentlich. Und wir waren trotzdem 15 Leute oder 16 Spieler, die alle zusammen dann am Berg hoch sind. Also es zeigt schon, was das für Truppe ist und ich glaube, man kann sehr viel Spaß haben. Worauf wird jetzt in den kommenden Wochen so das Hauptaugenmerk legen? Oder worauf müssen Sie jetzt in den kommenden Wochen das Hauptaugenmerk legen? Das weiß ich nicht. Ich bin Spieler und der Trainer wird das wissen, was er macht, an was noch gearbeitet werden muss. Deswegen, wir versuchen als Spieler das bestmöglich umzusetzen und der Trainer gibt uns die Marschrichtung vor. Gibt es jetzt ein Spiel in der dritten Liga, worauf Sie sich besonders freuen? Sind das so Ihre ehemaligen Kollegen von 60 München oder ist Ihnen das völlig egal, gegen wen Sie spielen? Klar ist das, wenn man gegen alte Kollegen dann auch spielt, aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Mannschaft, sehr namhafte dritte Liga. Wie gesagt, Braunschweig, 60, Kaiserslautern, Karlsruhe, egal, kann man viele aufzählen. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, aber wie gesagt, wir freuen uns. Man freut sich ja sicher nochmal besonders darauf, weil Sie sagten gerade die namhaften Gegner. Das ist ja dann sicherlich nochmal eine zusätzliche Motivation mit Blick auf die kommende Saison. Auf alle Fälle. Wie gesagt, es sind viele Vereine dabei, die viele Bundesliga-Mannschaften oder die früher Traditionsvereine. Und deswegen können wir uns da freuen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja.